Vielen Dank, Herr Präsident. Werte Abgeordnete, Hohes Haus, Die Linke beantragt die aktuelle Debatte. Soziale Gerechtigkeit beginnt vor Ort, gesellschaftliche Spaltung verhindern, Armut in Sachsen-Anhalt bekämpfen. Nun ja, wenn Die Linke sich mit irgendetwas auskennt, dann ist es Armut, gesellschaftliche Spaltung und soziale Ungerechtigkeit. Schließlich waren es genau Sie, die als SED damals ein ganzes Land in die Armut, in die gesellschaftliche Spaltung, in die politische Gefangenschaft und mit einer Planwirtschaft ins Elend getrieben haben. Finnland ist zum 6. Mal hintereinander das Land mit der glücklichsten Bevölkerung der Welt. Deutschland dagegen ist um 2 Plätze auf Rang 16 abgerutscht. Das Institut Gallup macht 6 Schlüsselfaktoren für das Glücklichsein aus. Erstens das Einkommen, zweitens die Gesundheit, drittens die Freiheit, viertens die soziale Unterstützung, fünftens die Großzügigkeit der Regierung und sechstens das Vertrauen in die Regierung. Wenn ich das auf Deutschland ummünze, muss ich feststellen, dass wir durch unsere unsäglichen Steuern beim Einkommen ganz weit hinten liegen. Bei der Gesundheit herrscht in Deutschland momentan der Eindruck, auf dem Sprung in ein drittes Weltland zu sein. Die Freiheit wird durch die Regierung unterdrückt und mit Demokratie-Einschränkungsgesetzen eingeschränkt. Die soziale Unterstützung findet vor allem die Fremden in der Welt und genau wie die Großzügigkeit der Regierung. Denn falls irgendwo in der Welt etwas passiert, da kann man davon ausgehen, dass Deutschland dafür einspringt. Es sei denn, es passiert im eigenen Land, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und was das Vertrauen in die Regierung betrifft, ist dieses schlichtweg nicht mehr vorhanden. Wenn man sich die Umfragewerte der defekten Lichtsignalanlage in Berlin oder der linken Parteien hier im Parlament anschaut. Vielen Dank also für eine der unglücklichsten Bevölkerungen auf diesem Planeten, für die Sie alle verantwortlich zeichnen. Ich fasse zusammen die 6 Hauptgründe für Unglück und Armut. Erstens die CDU, zweitens die SPD, drittens die Grünen, viertens die FDP, fünftens die Linken und sechstens die Freien Wähler. Und die 3 Hauptgründe für die politische Armut und für den politischen Fachkräftemangel sind erstens Olaf Scholz, zweitens Robert Habeck und drittens Annalena Baerbock. Nicht nur, dass diese Fachkräfte innenpolitisch versagen, und zwar auf voller Linie, sie machen uns auf dem außenpolitischen Parkett zum Gespött in der ganzen Welt. Eine nie dagewesene Asylkrise, eine ausufernde Kriegstreiberei, ein vollkommen übertriebener Ökokommunismus und ein Corona-Chaos ungeahnten Ausmaßes sind die Spuren der Verwüstung, die Sie hier alle miteinander durch dieses Land gezogen haben und natürlich auch damit für Verarmung sorgen. Und wenn wir mal uns anschauen, was Armut denn eigentlich bedeutet. Armut ist die wirtschaftliche Situation einer Person oder einer Gruppe von Menschen, in der diese nicht aus eigener Kraft als angemessenen bezeichneten Lebensunterhalt bestreiten kann. In der Wirtschaftsstatistik gilt als armutsgefährdet, wer über weniger als 60% des mittleren Einkommens der Gesamtbevölkerung verfügt. Betrachtet man alle Arbeitnehmer in Deutschland, also auch alle Arbeitnehmer in Teilzeit oder geringfügiger Beschäftigung, lag das Durchschnittsgehalt 2022 bei rund 3.300 Euro im Monat. Das Durchschnittseinkommen aller Arbeitnehmer betrug monatlich 2.200 Euro netto. Wenn man davon die 60% anlegt, dann landet man bei 1.364 Euro. Das wäre die Armutsschwelle. Und wie wir wissen, der MDR hat das ja getitelt, ist jeder Vierte in Mitteldeutschland bei 1.500 bis 1.600 Euro, also genau an der Stufe dazu. Und darum ist eben auch das Bürgergeld ungerecht bei diesem Einkommen der Leute, die arbeiten gehen. Die Quote von armutsgefährdeten Kindern in Deutschland ist 2022 auf 21,6% gestiegen. Und die Kostentreiber genau für diese Armut sind eben auch die ideologisch verfehlte Energiepolitik, die sie alle miteinander betreiben. Deutschland ist in Europa das teuerste Stromland. 2023 zahlt der deutsche Haushalt durchschnittlich 44,58 Euro Cent pro Kilowattstunde. Die Entwicklung der Gaspreise für Haushaltskunden in Deutschland ist beängstigend. 2023 kostete Grundversorgung 78% mehr für Gas als 2022. Die durchschnittliche Inflationsrate stieg auf 6,9% laut dem Statistischen Bundesamt 2022. Am stärksten von der Inflation betroffen sind erneut die ärmeren, alleinbleibenden, gefolgt von einkommensschwachen Familien.
Das ist eine Zustandsbeschreibung, wie man sie schlechter eigentlich nicht machen kann in diesem Land. Und ich muss ganz ehrlich sagen, natürlich hat auch Corona dazu geführt, dass Menschen in die Verarmung getrieben wurden. In der Zeit von Corona haben Sie die Ungeimpften zu Menschen zweiter Klasse gemacht. Schulschließungen, Lockdowns, Zwangsmasken, Impfpässe, das war Ihre Corona-Politik. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben immer gesagt, dass die internationalen Studien Ihnen und Ihren Ausführungen widersprechen, aber Sie haben es leider trotzdem durchgezogen. Und für mich ist eins vollkommen klar, dass was hier passiert ist, war der größte Anschlag auf die Grund- und Freiheitsrechte und auch ein finanzieller Totalschaden, neben dem medizinischen und demokratischen Totalschaden. Sie haben alte Menschen in Einsamkeit sterben lassen. Unsere Kinder haben sie bis zu 10 Stunden täglich unter Masken leiden lassen, was zum Bildungsverlust führt, was späterer Armut geschuldet ist. Unsere arbeitende Bevölkerung haben sie morgens in der Kälte sinnlosen Tests unterzogen. Und sie haben durch die Impfpflicht Fachkräfte aus der Pflege vertrieben und natürlich durch die Lockdowns die Busunternehmen, die Gastronomie. Da ist viel Armut an den Tag gekommen, das man hätte verhindern können, wenn man eine vernünftige Politik betrieben hätte. Durch die von Ihnen allen hier forcierten Völkerwanderungspolitik und die daraus resultierende Asylkrise haben Sie nicht nur die innere Sicherheit destabilisiert, Sie haben auch Milliarden über Milliarden für die Unterbringung von illegal und unkontrolliert eingewanderten Asylmigranten verschwendet. Sie haben dadurch den Wohnungsmarkt verknappt und die Mietpreise in die Höhe getrieben, weil Sie jeden illegalen Wirtschaftsmigranten in Wohnungen einquartiert haben, obwohl man diese illegalen Zuwanderer hätte zentral unterbringen müssen. Sie haben eine Erstaufnahmeeinrichtung errichtet, die fast 60 Millionen Euro gekostet hat und sich damit preislich verdreifacht hat, was dazu geführt hat, dass Sie damit ins Schwarzbuch des Bundes der Steuerzahler erschienen sind, obwohl Sie daraus hätten eine Abschiebehaftanstalt bauen müssen, da sich über 1.000 abgelehnte Asylbewerber der Abschiebung entziehen, weil Sie es Ihnen ja auch noch vorher ankündigen. Aber beim Thema Abschiebungen sind Sie ja ohnehin der Totalversager überhaupt, was wiederum enorme Kosten verursacht, die man ohne weiteres zum Kampf gegen Armut hätte einsetzen können. Sie haben dafür gesorgt, dass durch Ihren Energiewahnsinn und Ihren Ökokommunismus die Preise bei der Energieversorgung für die Wirtschaft und die Bevölkerung exorbitant gestiegen sind und die Firmen Deutschland verlassen, sowie die Bürger durch ihren Krieg bis in den Heizungskeller vollends verarmen. Sie haben dafür gesorgt, dass durch ihren Sanktionswahn erheblicher Schaden im eigenen Land entsteht und wieder der Bürger der Leidtragende ist, während das Wachstum in Russland so steigt, wie man es sich für Deutschland wünschen würde. Nicht nur die defekte Lichtsignalanlage in Berlin, sondern auch die Politik hier im Haus, auch durch die CDU. Da steht der Bevölkerung hier in Sachsen-Anhalt das Teuerungswasser bis zum Hals und den Überlebenskampf der Bürger, bedingt durch die verfehlte Corona-Politik, durch ihre vollkommen verfehlte Energiepolitik, durch eine vollkommen sinnlose Sanktionspolitik, durch ihre illegale und unkontrollierte Völkerwanderungspolitik und durch das Zuschütten der von Ihnen selbst verursachten Probleme mit Steuergeld, was die Bürger in diesem Land hart erarbeiten müssen, diesen Überlebenskampf der Bürger, den werden Sie alle bei den nächsten Wahlen zu spüren bekommen. Und darauf freue ich mich insbesondere. Armut müsste man vom Bund aus bekämpfen. Und ich sage Ihnen eins, das war in Österreich genauso, niemand will mit der AfD zusammenarbeiten. In Österreich war es nachher auch die FPÖ, die mitregiert hat. Und wenn wir irgendwann in Regierungsverantwortung kommen, das ist nur noch eine Frage der Zeit, dann werden wir dieses Land aus der Rezession holen und die Deindustrialisierung stoppen. Dazu werden wir vor allem für niedrige Energiepreise sorgen, indem wir das Angebot ausweiten, die CO2-Abgabe ersatzlos streichen und die Energiesteuern senken. Wir werden die Staatsausgaben in den Bereichen Migration, Klima- und Entwicklungspolitik drastisch senken und stattdessen in Infrastruktur investieren. Die Schuldenbremse muss ganz normal eingehalten werden. Die Nord Stream 2-Leitungen müssen repariert und wieder in Betrieb genommen werden, sowie alle funktionsfähigen Kernkraftwerke müssen reaktiviert und langfristig müssen neue gebaut werden. Wir werden die Verkehrswende beenden, die Energiewende beenden und das Verbrennungsmotorenverbot auf EU-Ebene werden wir rückgängig machen, weil das alles damit zu tun hat, dass die Leute hier sehr unglücklich sind in diesem Land, wie wir ja vorhin festgestellt haben mit dem Platz 16. Wir werden die Bürger und Unternehmen entlasten, indem wir die Strom- und Energiesteuer auf ein Minimum senken, die CO2-Abgabe und den Solidaritätszuschlag ersatzlos streichen. Wir werden Bargeld als Zahlungsmittel grundgesetzlich verankern. Und wir werden natürlich auch in all diesen Fragen, auch was Armut betrifft, die direkte Demokratie in den Vordergrund stellen. Wir werden
Altersarmut durch faire Renten verhindern, den Sozialmissbrauch konsequent bekämpfen und für höhere Nettolöhne sorgen, indem wir die Steuerlast senken. Und wir werden natürlich auch die Kitas kostenfrei stellen und für kostenfreie Mittagskost für unsere Kinder sorgen. All das werden wir tun, weil Sie es nicht tun. Und das ist genau das, was man machen muss, um Armut zu bekämpfen. Besten Dank für Ihre Anwesenheit und für Ihr Zuhören.